48 Jahre Dividendensteigerung am Stück, eine Dividendenrendite von 9% und ein KGV von nur etwas über 5. Und an diese Kennzahlen erscheint die Aktie von Walgreens wirklich sehr interessant zu sein. Doch die relativ günstige Bewertung hat natürlich ihren Grund, inklusive der hohen Dividende. Was bei Walgreens im Argen liegt, das erzähle ich dir in diesem Video. Mein Name ist Thorsten Tiet, hier geht es ums langfristige Investieren in Aktien, um von langfristig steigenden Kursen und Dividenden zu profitieren. Und das mit Walgreens noch funktioniert, ja, das siehst du gleich. Gehen wir mal zu Walgreens. An der Stelle noch keine Kauf- und keine Verkaufempfehlung, lediglich meine fundierte Meinung gebe ich wieder. Aber es ist eben meine Meinung. Wir sehen hier die Dividendenrendite von Walgreens und da haben wir dann die besagten 9% und das ist eine Dividendenrendite auf Allzeithoch. Mehr gab es bei Walgreens noch nie. Und dann haben wir hier die Bewertung anhand der Multiples auf den bereinigten Gewinn hier bei 5,6 irgendwo. Und so günstig war die Walgreens-Aktie noch nie. Wir haben hier langfristig eine Bewertung von 16,2 bei Walgreens. Früher war die Aktie mit einem fast 30-fachen KGV mal bewertet und dann 2015 nochmal mit 25 KGV und seitdem geht es, wie gesagt, abwärts. Was ist im Argen bei Walgreens? Wenn wir uns hier mal den bilanzierten Gewinn anschauen, dann sehen wir, dass wir momentan Verluste schreiben. Das ist wegen einer Rückstellung in Höhe von 6,5 Milliarden US-Dollar im Rahmen des Opioid-Skandals, Schmerzmittel, die zu leichtfertig verschrieben wurden. Amerikaner abhängig gemacht haben, krank gemacht haben und sogar vielen Amerikanern das Leben gekostet haben. Das ist natürlich ein massives Problem, nicht nur für die amerikanische Gesellschaft, sondern auch für das Unternehmen. Und wenn wir jetzt die bereinigten Gewinn mal drüber legen, wo jetzt diese Rückstellungen weg sind, da sehen wir auch das, was im Argen liegt, denn wir haben hier rückläufige Unternehmensgewinne. Hat damit zu tun, dass wir insbesondere rückläufige Margen haben. Die Margen lagen früher bei zwischen 5 und 6% und sind jetzt auf ein Tief gefallen von nur noch 1,6%. Und dazu kommen stagnierende Umsätze dazu. Wo ist das Problem bei Walgreens? Das eigentliche strukturelle Problem, das sind die Apotheken, die weniger attraktiv werden im Vergleich zur Konkurrenz bzw. bereit sind. Wir haben den Großteil der Umsätze, die Walgreens im Apothekengeschäft erzielt. Das wären hier das Segment Pharmacy und dann mit den Apotheken aber noch ein paar anderes verkauft. Das wäre dann hier noch im Retail-Segment. Insgesamt machen die Apotheken dann aber über 90% des Umsatzes aus. Dann wird noch ein bisschen was im Großhandel erzielt und unter ferner Liefen ist quasi das Zukunftssegment Healthcare. Dazu komme ich gleich noch. Und wie schlimm es quasi aussieht im Apothekengeschäft, das erkennt man anhand der Schließungen von Apotheken. So gab es im Jahr 2018 noch 9.600 Apotheken in den USA, mittlerweile 700 weniger, nur noch 8.900. Und auch in Großbritannien, wo Umsätze erzielt werden, das sieht man hier, 6,7%, wurden jetzt zuletzt 300 Apotheken geschlossen. Das Problem ist, dass eine reine Apotheke nicht mehr so attraktiv ist im Vergleich zu den neuen Apotheken, wo auch mehrere Gesundheitsdienstleistungen angeboten werden, unter anderem ärztliche Versorgung durch Hausärzte. Da ist zum Beispiel CVS Health deutlich weiter mit den Minute-Kliniken. Außerdem kann man Medikamente auch kaufen außerhalb von Apotheken, beispielsweise bei den großen Discountern wie Walmart oder Costco. Oder man kann sich Medikamente online holen bei Amazon. Und Amazon, zu allem Überfluss, dringt auch noch in den stationären Gesundheitshandel ein, denn die haben ja One Medical übernommen für 3,9 Milliarden US-Dollar. Die sind also auch schon in den USA ein Konkurrent. Und die anderen Konkurrenten sind weiter und besser integriert als Walgreens. Walgreens versucht aufzuholen, hat einige Zukäufe gemacht, allen voran Village MD, wo sie eine Mehrheitsbeteiligung haben, haben sich dann nochmal 5,2 Milliarden US-Dollar das kosten lassen, also die Beteiligung von 30% auf 63% erhöht haben. Und über VoltageMD haben sie nochmal was gekauft, das heißt Summit Health. Aber hier wird an dieser Stelle Geld verbrannt. Und wie ich bereits erwähnte, man ist einfach noch nicht so weit, weil die meisten Apotheken von Walgreens sind halt einfach nur Apotheken. Das heißt, es wird noch viel Geld kosten, bis da wirklich mal man die Apotheken abgegradet hat. Und wenn es viel Geld kostet und wir bereits
dass sehen wir jetzt hier einen negativen freien Cashflow haben. Und in diesem negativen freien Cashflow von den letzten 4 Quartalen sind noch gar keine Auszahlungen drin für die Opioid-Rückstellungen. Das heißt, ich kenne den Auszahlungsplan nicht, falls es ihn gibt, aber da werden noch zusätzliche Belastungen hinkommen. Und trotzdem ist der freie Cashflow schon negativ. Und man sieht, dass der freie Cashflow gemeinsam mit dem operativen Cashflow Hand in Hand geht hier mit der negativen operativen Marge. Führt zur Frage, ob die Dividenden sicher sind, weil wir haben ja immerhin einen dividendenaristokratischen Status zu verlieren. Und wenn man hier die Tilgungskraft ansieht, dann erkennt man, dass in den letzten 4 Quartalen Dividenden fällig wurden in Höhe von 1,65 Milliarden US-Dollar. Und wir haben lediglich einen Cashbestand bzw. liquide Mittel von 970 Millionen US-Dollar. Das heißt, es reicht gerade mal für etwas mehr als ein halbes Jahr. Also 2 Quartalsausschüttungen könnten da finanziert werden und dann wäre Ende Gelände. Die Dividende ist also durchaus nicht sicher. Und da wir hier dann noch die Auszahlung haben für die Opioid-Rückstellungen und wir nicht mit einem schnellen Turnaround rechnen können, gehe ich davon aus, dass die Dividende gekürzt wird. Vielleicht sogar ganz gestrichen wird. Theoretisch wären auch noch neue Schulden möglich. Wir haben ja hier die Verschuldung, die bereits gestiegen ist. Das sieht man hier, die Schuldenquote liegt momentan bei 31,4%. Das ist noch im grünen Bereich, sage ich mal. Aber was macht es denn für einen Sinn, zinstragende Schulden aufzunehmen, nur um den Status eines Dividendenaristokraten zu bewahren? Der Markt würde die Aktien dann weiterhin gnadenlos abstrafen, weil es ja ein leicht zu durchschauender Taschenspielertrick wäre. Was jetzt noch übrig bleibt, ist die Bewertung der Aktie. Vielleicht ist die Aktie ja so günstig, dass man trotzdem einsteigen sollte, selbst wenn die Dividende gekürzt werden könnte. Und dann gucken wir uns mal den fairen Wert auf den bereinigten Gewinn an. Da erscheint die Aktie auch zunächst wirklich sehr günstig zu bewertet zu sein, mit einem fairen Wert von knapp 50 US-Dollar aufs laufende Geschäftsjahr, bei einem durchschnittlichen KGV von 12,3. Allerdings hat sich die Situation wirklich zugespitzt und die Geschäftsaussichten haben sich verschlechtert, sodass die alten KGVs hier, wie wir ja auch hier sehen, die in die Durchschnittsberechnung eingeflossen sind, meines Erachtens nicht zu halten sind. Das heißt, man muss deutlich das KGV für die Bewertung nach unten korrigieren. Man könnte zum Beispiel eine 6er KGV annehmen. Da hätte man jetzt wieder, wenn man das macht, aufs laufende Geschäftsjahr immer noch eine attraktive Renditeerwartung von 17,9%. Allerdings muss man jetzt wieder berücksichtigen, dass die Hälfte davon von der Dividende stammt und ich davon ausgehe, dass die Dividende zumindest gekürzt, wenn nicht ganz gar gestrichen wird. Das ist also alles an. Die Hälfte dieser Renditeerwartung ist also schon mal sehr wackelig. Und ob der Aktienkurs dann steigt, wenn die Dividende gestrichen wird, das wage ich auch zu bezweifeln. Ich glaube, dass der Aktienkurs erst dann nachhaltig wieder steigen wird, wenn ein Turnaround in Sicht ist. Und das dauert lange, lange und wird wirklich kostspielig werden, sodass ich davon ausgehe, dass der Aktienkurs lange Durststrecke haben wird. Und interessant ist, wir haben im letzten Jahr schon eine Aktienanalyse gemacht. Das war im Juli 2022, also vor einem Vierteljahr. Und der David hat damals schon, weil auch damals schon Walgreens günstig erschien mit einer Dividendenrendite von 5%, das war damals das Allzeithoch. Und David kam damals auch schon zum Schluss, dass ein Turnaround er anhand der Quartalszahlen nicht erkennen kann. Und ihn hat damals auch schon die Aktie nicht überzeugt, ist also ferngeblieben, hat sich bezahlt gemacht durch nicht erlittene Verluste. Ich bin auch persönlich der Meinung, wir haben momentan wirklich viele interessante Dividendenaktien im Angebot. Und wer auch kaufenswerten Aktien schaut, kann sich diese Liste mal angucken, der 100 kaufenswerten Aktien. Da sind viele gute Dividendenzahler dabei. Wir haben auch hier dann beispielsweise Dividendenaktien mit Rabatt sogar eine Serie. Wir haben kaufenswerte Aktien mit als Serie. Und ich gebe mal hier Dividendenaktien mit Rabatt als Serie. Erscheint alles jeden Monat und da analysieren wir in jedem Artikel, der da erscheint, zumindest 3 Aktien und geben dann auch wieder so eine Art Liste aus, eine Bestenliste für Inspiration. Also ich denke, da ist wirklich genügend da, worauf ihr euch stürzen könnt und was ein besseres Risiko-Chancenpotenzial hat als Walgreens. Ist aber nur meine persönliche Meinung. Schreibt gerne in die Kommentare rein, was du von der Walgreens-Aktie hältst. Vielleicht habe ich ja auch irgendwas übersehen, was für dich wesentlich ist. Da wäre ich natürlich für Hinweise, inklusive der Community auch, wären wir für Hinweise dankbar. Ansonsten sage ich jetzt mal Dankeschön fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Ciao!